Die SPD in der Klemme. Am zweiten Tag in Folge tritt die Fraktion im Bundestag zusammen. Die Regierungsbeteiligung lockt, doch die Erinnerungen an die herben Verluste nach der letzten großen Koalition sind noch frisch. Die SPD als Mehrheitsbeschaffer für Merkel, da wollen viele nicht mitgehen. Besonders der linke Flügel der Fraktion hält deswegen die Befragung der SPD-Mitglieder zu einer großen Koalition für das beste Prozedere. Ich kann nur sagen, dass wir in einem Prozess wie innerhalb der SPD, wo wir unsere Basis immer sehr stark beteiligen, ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man ein solches Ergebnis ohne eine Befragung der Basis dann akzeptiert. Ich finde auch, die Mitglieder haben ein Recht drauf, dass sie größtmöglich beteiligt werden. Und da steht eben am Ende ein Mitgliederentscheid. Natürlich haben wir auch das Instrument Mitgliederbefragung unter gewissen Voraussetzungen. Aber wir sollten erstmal ernst nehmen, das Instrument Konvent. Auf dem nicht öffentlichen Parteikonvent am Freitag könnte die SPD eine Mitgliederbefragung beschließen. Diese muss laut Parteisatzung binnen 3 Monaten durchgeführt werden. In diesem Fall könnte es also bis Anfang 2014 dauern, bis eine neue Regierung steht oder die SPD-Basis eine Koalitionsvereinbarung mit der Union ablehnt. Es droht eine Hängepartie.